Können Sie hinten hören? Ich beneide Sie, ich höre hinten nichts, aber gut. Ich kann mir vorstellen, Sie fragen sich jetzt, was will der alte Sack da oben? Hartz IV, meine Damen und Herren. Sehen Sie, der englische Rentner trinkt morgens einen Whisky, geht zum Hunderennen. Der französische Rentner trinkt morgens ein Pernod, geht zum Pferderennen. Der deutsche Rentner trinkt morgens seine Herztropfen und geht zur Arbeit. Es ist so. Ja. Sind wir doch mal ehrlich. Hat sich doch in Deutschland nicht vieles geändert vor anderthalb Jahren. Können Sie sich noch erinnern, hier in Nordrhein-Westfalen hat die ganze Kacke angefangen. Hat die SPD diese furchtbare Klatsche gekriegt. Und in der Nacht hat Schröder noch Neuwahlen ausgerufen. Und am nächsten Tag war unser Bundespräsident im Fernsehen. Ich sehe noch vor mir, wie er gesagt hat, jetzt ist Deutschland bereit für eine Frau als Kanzlerin. Von dem Tag an lief der Westerwelle nur noch in Dirndl und Pöms rum. Und jetzt haben wir Angela Merkel. Ist das nicht eine Zaubermaus? Ne? Ist sie toll? Jetzt müssen Sie sich vorstellen, man sieht die ja im Fernsehen nur nicht am Flughafen. Wenn man mal überlegt, sie waren schon viermal in Washington, dreimal in Moskau, einmal in Sibirien, viermal in Paris, sechsmal in London. In Madrid war sie. Gut, die durften 40 Jahre nicht reisen. Und ja, ein bisschen denken müssen sie schon, ne? Also. Aber ist doch eine tolle Frau, ist doch elegant geworden, nicht? Schicke Frisur. Können Sie sich noch erinnern, wie die vor 10 Jahren aus der Uckermark hier rüberkam? Wurde die Generalsekretärin beim Kohl. Oh, können Sie sich noch erinnern? Ich habe mal so eine ähnliche kennengelernt. Abends mit der nach Hause, Gläschen Sekt, dann ins Schlafzimmer. Am Nachttisch hatte die ein Bild stehen von so einem Typ. Sag, ist das dein Mann? Nee, sagst du, mach dir keine Gedanken. Wie dann so passiert, ab in eine Kiste, hinterher noch eine Zigarette. Ich sag, dann ist das dein Freund? Nein, klasse, glaub mir, das bin ich vor der Operation. Und ist doch nicht mehr normal. Hat sich doch alles verändert in Deutschland. Jetzt kriegen wir auch Disneyland nach Deutschland. Mecklenburg-Vorpommern wird eingezäunt. Und und unsere Politiker, wa? Wir haben ja dolle Politiker. Kennen Sie Ulla Schmidt, die Mutter aller Zäpfchen? Die hat neulich eine Irrenanstalt besucht. Hat sie zu dem Direktor gesagt, Herr Direktor, wissen Sie eigentlich, dass jeder Patient, den Sie hier aufnehmen, 100.000 Euro den Bund im Jahr kostet? Machen Sie da auch einen Test, bevor Sie hier in der Anstalt einen aufnehmen? Sagt der Frau Ministerin, natürlich. Jeder, der hier zu uns kommt, den führen wir ins Badezimmer und da ist eine volle Badewanne. Dann legen wir ihm einen Teelöffel hin, eine Tasse und einen Eimer. Und dann soll er die Wanne am schnellsten leer machen. Ja, also die Schmidt, das verstehe ich. Und der Normale nimmt den Eimer und das geht ja am schnellsten. Nee, sagt der Direktor, der Normale zieht den Stöpsel. Übrigens möchten Sie ein Zimmer mit oder ohne Balkon? Macht doch Spaß hier heute Abend. Sie sind ja ein wunderbares Publikum. Herrlich. Ja, wir haben Glück heute Abend. Glück ist auch so relativ, ne? Gibt Leute, die bohren in der Nase, stoßen auf Öl. Ich kaufe mir einen Anzug mit zwei Hosen und verbrenne mir die Jacke. Es ist nicht so. Es ist scheiße. Da muss ich mal ganz ehrlich sagen, wenn man hier oben steht, meine Herren, Sie müssen alle mal nach oben kommen, was hier reizende, charmante Damen sitzen. Kompliment, meine Damen, toll. Und meine Herren, sind wir ehrlich, was wären wir ohne unsere Frauen? Glücklich, gut, aber meine Damen, glauben Sie mir, ich bin nicht frauenfeindlich. Ich bin auch verheiratet, mehrmals. War das früher schön? Sie sehen ja, ich bin schon älter. Wenn wir unsere Frauen kennenlernen, das hatte doch was mit Romantik. Wie lernen sich denn heute junge Leute kennen? Über Flirtlein, Blind Date. Ist doch nicht mehr normal. Sehen Sie, meine erste Frau habe ich noch ganz normal beim Pokern gewonnen. Und meine zweite Frau habe ich im Park kennengelernt. Ich habe nach dem Hund gepfiffen, sie war schneller. Und
Ja, man kann über alles sprechen. Dann denke ich auch immer gerne an meinen Nachbarn. Der hat jetzt seine Frau im Krankenhaus besucht. Sie war frisch operiert. Dann sagte Emma, wie ist es? Du sagst, ich bin fix und fertig. Das war vielleicht eine harte Operation, du. Bin jetzt noch groggy. Betriebte zu Hause, sagte, die Katze ist tot. Die knallt mit dem Kopf im Kissen, wird nach anderthalb Stunden Koma wieder wach. Sagte, da kommst du hier ins Krankenhaus und da haust du mir das so knallhart um die Ohren, die Katze ist tot. Kann man das nicht ein bisschen nett umschreiben? Die Katze hat am Dach gesessen, kam ein Vögelchen, wollte zu spielen, ist da abgerutscht. Aber doch nicht so brutal wie du. Was macht eigentlich Oma? Sagte, wollte ich dir gerade sagen, Oma hat am Dach gesessen und... Es ist nicht so, ja. Es ist nicht so. Politiker, wir haben über Politiker gesprochen. Jetzt haben wir ja auch welche, die zurückgekommen sind. Lafontaine, kennen Sie? Oskar? Aus dem Saarland. Neulich hat ein Mercedes-Händler ihn angesprochen. Er hat gesagt, Herr Lafontaine, Sie sind doch wieder in der Politik. Ich würde gerne bei mir am Grundstück eine neue Halle bauen. Wenn Sie mir da bei der Baugenehmigung so ein bisschen helfen könnten, würde ich Ihnen einen 500er Mercedes schenken. Sagt er, sagen Sie mal, Sie wissen wohl nicht, wen Sie vor sich haben. Ne? Mein Name ist Oskar Lafontaine. Ich bin Mitglied der Linken, die Partei des kleinen Mannes. Sie glauben doch nicht, dass ich so korrupt bin und mir von Ihnen einen Mercedes schenken lasse. Nee, sagt der Mercedes-Händler, da habe ich mich vielleicht ein bisschen vergaloppiert. Sagen wir mal so, Sie sind mir behilflich bei der Baugenehmigung und dann verkaufe ich Ihnen einen 500er Mercedes, sagen wir so, für 10 Euro. Sehen Sie, sagt der Lafontaine, das ist doch ganz was anderes. Da kaufe ich drei. Unsere Politiker. Dann möchte ich mich bei den Damen mal entschuldigen. Es gibt viele Redner, die gehen auf die Bühne, sprechen über Blondinen, machen Blondinenwitze. Ich hasse das, finde das nicht schön. Furchtbar. Nee, was erzählen die auf der Bühne? Wie heißt das, wenn eine Blondine joggt? Dumm gelaufen? Oder... Eben standen zwei Blondinen draußen, tranken eine Tasse Kaffee, sagt die andere, die eine zu der anderen. Übrigens, der Max, der wird nicht am Mittwoch beerdigt, sondern am Freitag. Ach, sagt sie, geht es dem was besser? Ist doch nicht normal. Letzte Woche saßen zwei Blondinen im Kino hinter mir. Hör dich, wie die eine zu der anderen sagte, du, der Typ neben mir, der hat seine Hose auf. Hat die andere nicht hingucken. Du sagst, der spielt sich am Fifi. Sagt die andere, einfach ignorieren. Sagst du, du hast gut reden, der nimmt meine Hand dafür. Das ist nicht normal. Das ist doch nicht normal. Ich bin auch ein Zeitungsfreak, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Können Sie sich erinnern, 2006, letztes Jahr, die Zeitungsannoncen oder die Überschriften, man weiß doch gar nicht mehr, was man essen soll. Würmer im Hering, dann Gammelfleisch, dann kam die Vogelgrippe und dann eines Tages stand drin, wegen einer so eine Masthaltung da in Münsterland, Nikotin in den Eiern. Ist das eine Überschrift? Nikotin in den Eiern. Ich habe erst gedacht, das wird ein neues Buch von Dieter Bohlen. Aber nun haben wir ja, in Deutschland wird alles reglementiert. Ne? Sind wir doch mal ehrlich, jetzt dürfen Sie hier drin nicht rauchen. Ich bin Raucher. Und ich sage Ihnen, meine Herren oder meine Damen, rauchen Sie ruhig. Also nicht hier, aber sonst, grundsätzlich. Also mein Hausarzt hat mir jetzt erzählt, die wenigsten Raucher sterben an Lungenkrebs. Die meisten erfrieren am Balkon. Ja. Fällt mir gerade ein, weil wir vom Balkon sprechen. Vor 4 Wochen stehe ich am Balkon, rauche eine Zigarette, steht am Nachbarbalkon ein Typ und betet. Lieber Gott, wenn ich das hier überlebe, ich schwöre dir, ich gehe nie wieder fremd. Ich fasse nie wieder eine verheiratete Frau an. Lieber Gott, lass es mich überleben. Ich gucke den an, ist aber sie mit Ihnen? Ach, sagte ich, war gerade bei Ihrer Nachbarin und gerade ist der Mann nach Hause gekommen. Und jetzt sehe ich, das sind 4 Etagen. Also ich sage, wenn ich Ihnen einen Tipp geben darf, dann springen Sie. Der hat einen schwarzen Gürtel. Er nochmal den Blick nach oben, sagt, lieber Gott, wenn ich das hier überlebe, nie wieder fremd, nie wieder eine verheiratete Frau. Und dann ist er gesprungen, wie es der Zufall will, knallt er unten auf 2 volle Mülltüten. Unverletzt steht der auf, klopft sich so den Schmutz ab und sagt, man redet ja eine Scheiße, wenn man Angst hat, ne?
Ich muss Ihnen noch was erzählen. Als Düsseldorfer. Ich komme ja aus der Stadt des deutschen Fußballmeisters. Und ich weiß nicht, was Sie meinen. 1933 war Fortuna Düsseldorf deutscher Meister. Aber ich muss Ihnen jetzt was sagen. Ich war letztes Jahr, 2006, war ich in Köln im Stadion. Ich habe eines der schönsten Spiele gesehen, das ich in den letzten 10 Jahren gesehen habe. DFB-Pokal. 1. FC Köln gegen Schalke 04. War das ein Spiel? 4-2 für den FC. Ich habe auf der Tribüne. Und da ist ein tolles Ding passiert. Da hat sich von so einem Security-Mann, hat sich so ein Dobermann losgerissen. Und ist auf so einen FC-Fan zugestürmt, wollte sich in dem verbeißen. Ein anderer junger Mann ist dazwischen gesprungen, den Hund in Schwitzkasten, 3 Handkantenschläge und der Hund war tot. Stand der Reporter vom Kölner Express daneben, sagt, das wird morgen eine Überschrift. Todesmutiger Kölner Fan hat sein Leben riskiert, um einen anderen FC-Fan das Leben zu retten. Gegen ein Monster. Sagt der junge Mann, hören Sie mal, Sie können ja schreiben, was Sie wollen, aber ich bin Schalke-Fan. Ich habe ihn die Zeitung mitgebracht. Nächsten Tag stand im Kölner Express, Gelsenkirchener Hooligan tötet wehrlosen Welpen. Was können wir da noch machen? So, dann möchte ich Ihnen zum Abschied noch eine Geschichte erzählen. Ein Nachbar von mir, der hat seit 4 Jahren Ohrensausen. Ist er zum Arzt. Der Arzt hat ihn untersucht. Hat gesagt, ist überhaupt kein Thema. Das sehe ich sofort, Ihre Zähne sind zu groß. Sagt er, was ist so? Sagt er, Ihre Zähne, die müssen raus. Dann ist das Ohrensausen weg. Sagt er, wissen Sie was, der Doktor, das tut mir so weh. Hauen Sie rein. Der haut dem alle 32 Dinger raus. Na, sagt er, wie fühlen Sie sich? Ach, das ist schön, danke, Doktor. Ist ja ein bisschen leer hier oben, aber Ohrensausen weg. Ganz große Klasse, schönen Dank. Der nach Hause, nächsten Morgen wieder wach, hat er wieder Ohrensausen. Der zu einem anderen Arzt. Dach, Herr Doktor, nicht lachen. Ich war gestern beim Kollegen von Ihnen, der hat mir sämtliche Zähne gezogen, Ohrensausen ist wieder da. Sagt er, was war das denn für ein Arzt? Ohrensausen hat überhaupt nichts mit den Zähnen zu tun. Ich sehe schon, Sie haben einen zu schweren Hoden. Sagt Herr Doktor, was soll das denn heißen? Sagt er, wenn ich Ihnen helfen soll, was, hat die Klötze weg? Wissen Sie was, Herr Doktor, hier ist schon alles weg, hau rein. Der haut ihm die Dinger weg. Na, sagt er, wie fühlen Sie? Also, sagt der Doktor, ist ein bisschen leer in der Hose, aber hier oben ist ja auch nichts mehr. Aber Ohrensausen weg, schönen Dank. Der nach Hause, nächsten Morgen hat er wieder Ohrensausen. Sagt er zu seiner Frau, kannst du dir das noch vorstellen, war ich bei den 2 Idioten. Der eine die Zähne raus, der andere die Klötze weg. Ich hab wieder Ohrensausen. Sagst du, jetzt fährst du direkt zur Uni, fährst am Kaufhof vorbei, holst dir ein frisches Hemd. Ich habe kein sauberes Hemd mehr da. Der zum Kaufhof kommt, im Kaufhof rein, auf die Verkäuferin zu. Da, volle. Jetzt nicht lachen. Ich sehe ein bisschen albern. Hier müssten Sie mal sehen. Aber ich hätte gerne ein neues weißes Oberhemd. Sagt die, welche Größe? Sagt er, 38. Sagt, hören Sie mal, ich bin 12 Jahre im Beruf, da sehe ich ohne Maßband. Sie haben einen Hals von 43. Sagt der Fräulein. Ich hab die Zähne weg, die Klötze weg. Sag ich, ich hätte mit Ihnen streiten wegen der scheiß Nummer vom Hemd. Ich trage seit 20 Jahren 38er Hemden. Sag, das ist interessant. Hatten Sie noch nie Ohrensausen? Es ist nicht normal. Es ist nicht normal. So. Ich möchte mich herzlich bedanken. Sie waren ein großartiges Publikum. Und ich möchte mich von Ihnen verabschieden, so mit den besten Wünschen von Düsseldorf nach Köln. Ihr Wolfgang Reich. Tschüss. Vielen Dank.